Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Freitag, den 21. Juli. Unter der Marke Mittelweserbus ist ab 1. August das Busunternehmen Transdev im Landkreis Nienburg unterwegs. Rund 40 Busfahrer werden mit 30 Fahrzeugen die Fahrgäste befördern. Transdev gründete die neue Firma Mittelweserbus. Das Unternehmen stellt sich mit seinen 6 neuen Bussen vor. Auf dem Parkplatz am Neumarkt zog sie schon viele Blicke auf sich. Die neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Ausgestattet mit einem 46-Zoll-Bildschirm dient sie gleichzeitig als Werbefläche. Aktuell wird vor allem auf das Programm des Theaters hingewiesen. Am Donnerstag hat die AvaCon das Gerät im Beisein von Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes offiziell in Betrieb genommen. Das Schwimmbecken im Freibad Stolzenau war am Donnerstag bis zum Nachmittag gesperrt. Eine Dosierpumpe versagte nach dem starken Gewitter in der Nacht den Dienst, daher befand sich zu viel Chlor im Wasser. Die Frühschwimmer mussten auf das Nichtschwimmerbecken ausweichen. Zum Sport. Die Stolzenauerin Lotta Rose wurde bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Portugal mit Deutschland 9. im Teamwettbewerb und auch in die Einzelkonkurrenzen startete die 17-Jährige erfolgreich. Die Landesliga-Fußballer des SVBE Steimke und die Samtgemeindeauswahl spielten für den guten Zweck über 2.500 Euro ein. Außerdem in der Fußballszene Stefan Gilster, Sebastian Mayer und Andrzej Bojarski laden zum Workshop ein. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.